Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier von der Brauerei Weinstephan. Wie immer begrüßen euch meiner einer, der Matthias Ebner, der internationale Markenbotschafter der Brauerei und mein geschätzter Online-Marketing-Kollege, der Done. Grüß dich, Done. Servus, Habitere. Wir sind heute so weit weg von der Brauerei, wie wir noch nie waren. Gut, du fliegst ab und zu nach Amerika, aber ich komme selten weiter raus. Und wir sind heute nämlich in Holzhausen, das zu Geisenhausen gehört. Wenn ich das genau richtig auf der Karte zusammengekriegt habe, ist eine Dreiviertelstunde ungefähr weg von uns, von der Brauerei Weinstephan. Und wir sind heute beim Bayerischen Trachtenverband, beim Pankratz Perfler. Pankratz, grüß dich, servus. Grüß dich, servus. Normalerweise stelle ich die Gäste auch vor hier im Podcast. Heute machen wir das ein bisschen anders. Da lasse ich dir jetzt den Vortritt, ein bisschen was über dich ganz kurz zu erzählen. Einleitend möchte ich nur kurz sagen, also du bist hier im Bayerischen Trachtenverband in der Vorstandschaft. Und wir haben uns quasi davor noch nicht gekannt. Bis jetzt war es ja oft so, dass wir mit unseren Gästen davor schon irgendwie in Kontakt waren. Bei dir war das so ein quasi Cold Open, wie man heutzutage sagt. Also ich habe dir einfach immer geschrieben, ob Sie nicht mitmachen wollen bei unserem Podcast. Und zwar zu dem Thema, und warum sind wir bei Bayerischen Trachtenverband, Done? Weil es um die Tracht geht. Richtig. Es geht um die Bayerische Tracht. Und deswegen habe ich dir einfach so ins Blaue immer geschrieben, ob der Trachtenverband da nicht mit einem Experten uns zur Seite stehen möchte, wenn wir heute den Podcast machen. Und dann hast du dich gemeldet und hast gesagt, passt, machen wir. Ja, genau. Also ich bin der Perfler Pankratz, bin stellvertretender Landesvorsitzender und bin jetzt beauftragt worden von unserer Vorstandschaft, dass ich euch ein bisschen was über unseren Verband und über unser Kulturzentrum und über die Tracht verzeihe. Apropos Kulturzentrum, da hast du uns gerade vorher ein bisschen rumgeführt. Wir haben eine kleine Führung von dir gekriegt, hier in Geisenhausen, da habe ich schon gesagt, dreiviertel Stunde von Weinstephan weg, in Niederbayern schon ist es, ein ehemaliges Pfarrökonomiegut, also eine Landwirtschaft war das, genau. Mit angeschlossenem Pfarrhaus, und das habt ihr sehr aufwendig renoviert, seid ihr es teilweise auch noch am Renovieren, ihr richtet gerade ein Museum ein, ein Trachtenmuseum, ihr habt hier ein Jugendbildungszentrum und einen Veranstaltungssaal, eine Outdoor-Kegelbahn, einen Zeltplatz und, also ein richtiges, nicht nur ein Kultur- und Bildungszentrum, sondern ein richtiges, sage ich mal, Verbandszentrum, kann man ja sagen, eine richtige Infrastruktur, um ja dem Verband auch Leben einzuhauchen. Ja, genau. Und jetzt würde ich dich ganz kurz bitten, auch mal den Verband ein bisschen vorzustellen und wie ihr quasi oder mit welchen Aktionen ihr hier diesen Standort mit Leben füllt. Gut, der Bayerische Trachtenverband ist die Dachorganisation von alle Trachtler in Bayern. Die Trachtler sind organisiert in 22 Gauverbände, die bei uns angeschlossen sind, und an diese Gauverbände haben auch wieder Trachtenvereine angeschlossen und die haben natürlich wieder ihre Einzelmitglieder. Und wir haben eigentlich der Dachverband, der ja die ganzen bayerischen Trachtler gegenüber der Politik, der Wirtschaft und auch gegenüber anderen Verbänden vertritt und die ganze Sache von oben her ein bisschen koordiniert. Und also quasi seid ihr, wenn man jetzt eine kleine Sportanalogie geben will, die einzelnen Vereine sind die Vereine für sich, die regionalen Gauverbände sind sowas wie der Bayerische Fußballverband und ihr seid quasi sowas, noch einmal eine Dachorganisation drüber wie der DFB. DFB. Genau. Der Bayerische DFB. Der Trachtler DFB. Ja, okay, passt. Ich glaube, so hat man das jetzt ganz gut verstanden. Wie viele Mitglieder sind da jetzt insgesamt in dem Dachverband organisiert? Also wir haben im Bayerischen Trachtenverband 160.000 erwachsene Mitglieder und ca. nur 100.000 Jugendliche. In der Bayerischen Trachtenjugend, die einer bei uns angeschlossen ist. Ich höre gerade nichts lieber über 260.000 potenzielle Podcast-Hörer. Das ist, hört sich gut an, auf jeden Fall. Ja, also, daran sieht man eigentlich, was diese Tracht auch für eine Bedeutung hat in Bayern, gell? Also, es ist, dass man da auch in diesen Vereinen noch organisiert ist, was ja, was für, ja, ich sage mal, außerhalb von Bayern schon wieder anders klingt, denke ich mal. Also, da wird vielleicht nicht so viel los sein wie bei uns. Und 260.000 Mitglieder, Jugend und Erwachsene zusammen, das ist ja eine Hausnummer, gell? Ja, sicher, auf jeden Fall.
Wie gesagt, das ist zwar von Verein zu Verein unterschiedlich. Wir haben recht kleine Vereine. Wir haben aber auch teilweise Vereine, wo der Einzelverein vor Ort dann teilweise 500 Mitglieder hat. Also, und der ist dann schon eine Institution in seiner Gemeinde. Also, der, an so einem Trachtenverein läuft normal nicht leicht was vorbei. Was ist dein Heimatverein? Mein Heimatverein ist Emmering. Das ist im südlichen Landkreis Ebersberg. In der Nähe von Rott am Inn. Mhm. Und, wie gesagt, wir haben ungefähr 400 Mitglieder und meine ganze Familie ist eigentlich mit beim Trachtenverein. Also meine Frau und meine vier Kinder und ich. Ist ein Verein mit 400 Mitgliedern, wie man das jetzt einschätzen müsste, zählt das jetzt schon zu einem der größten Vereine oder wie muss man das einschätzen oder einordnen? Ich habe ja gesagt, es kommt immer darauf an. Wir haben Vereine, die 500 Mitglieder haben. Es gibt halt auch Vereine, die haben recht starke Jugend. Und bei den Trachtlern ist es einfach so, mit 16 werden wir bei den meisten Trachtenvereinen Vollmitglied, also zahlendes Mitglied. Mhm. Alle Jugendlichen haben vorher kostenlos dabei, also die zahlen keinen Beitrag nicht. Und denen wird teilweise sogar die Tracht gestellt, damit sie halt auch mitmachen können, auch für Leute oder für Familien, die jetzt sich das nicht leisten können, dass man zwei oder drei Kinder komplett eingewandt. Aber die werden halt oft dann bei den Mitgliedern so nicht mitzeit. Also wir haben dann schon noch ein bisschen eine Dunkelziffer, wenn man jetzt einen Verein hat, der wo, sagen wir mal, 300 Mitglieder hat und hat dann aber Kindergruppen oder Jugendarbeit, die bis 16 mit 80, 90 Leute haben, dann verwischt das ein bisschen. Aber das ist normal schon eine starke Sache und wenn man, gerade wenn man starke Jugendarbeit hat, ist uns natürlich auch recht, weil dann von unten was nachkommt und der Verein dann eigentlich immer gut dasteht. Was macht ihr in eurem Vereinsleben als Trachtenverein, der im Trachtenverband, sage ich jetzt mal, organisiert ist. Ich möchte unseren Hörern ein kleines Bild davon geben, was ein einzelner Verein macht, an nicht nur Aufgaben, sondern auch Veranstaltungen oder an Bildung. Und dann vielleicht magst du in weiterer Folge noch erzählen, wie sich dann in dem ganzen Konzept des Trachtenvereins sich der Verband noch mit einbringt. Mhm. Gut, also wie gesagt, bei uns, bei den Trachtlern geht es halt los. In erster Linie ist bei uns wichtig die Jugendarbeit. Mhm. Unsere Kinder werden, die gehen einmal in der Woche in Plattlerprobe, kriegen dann eine Gruppenstunde mit Plattler tanzen, singen, teilweise auch Spiele und so gemacht werden. Also ist jetzt für Kinder ab 3 Jahren, kann man eigentlich da schon mit einbinden. Und das geht halt dann meistens bis zu 16 Jahren. Dann wird hauptsächlich bei den Aktiven noch plattelt und volkstanzt. Viel gesungen wird aber schon auch immer noch. Wie gesagt, wir versuchen vom Trachtenverband her oder von den Trachtenvereinen her, dass wir unsere vier Säulen, die wir so haben, also Tanzen und Schuhplatteln, Musik machen, Mundart braucht um auch noch, also das ist so ein Laienspiel, also Theater spielen dann viele Trachtenvereine bei uns und dann halt natürlich diese normale Brauchtumsarbeit, die man im Jahreskreis so hat, kirchliche Bräuche aufrechterhalten oder von Leichnamsprozessionen oder Bäumbinden und so Sachen. Das sind halt diese Aktivitäten, die wir so machen und wir versuchen das so bunt wie möglich zu gestalten, damit für jeden was dabei ist. Also wenn halt jemand nicht platteln kann, dann finden wir bei uns im Verein auch irgendeinen Platz für den, wo er sich anders verwirklichen kann. Vielleicht singt er gern oder vielleicht tut er gern Theater spielen. Also bei uns kann jeder mitmachen und wir haben auch kein Auswahlprinzip, wo wir sagen, nein, passt nicht zu uns, gibt es bei den Trachtlern nicht. Und wie bringt dann vor allem der Verband sich in diese tägliche Vereinsarbeit ein, hier mit dem Bildungs- und dem Trachtenzentrum? Also der Verband ist in erster Linie dazu da, dass man die Vereine, die Bürokratie ein bisschen abnimmt. Also wir nehmen relativ viel Bürokratie von den Vereinen weg, weil die in die Vereine sind halt ja, und eigentlich nur Ehrenamtliche, die das nicht mehr einen Beruf machen. Und wir wollen nicht, dass die Leute mehr vor dem Computer sitzen, wie in einer Gruppenstunde sind. Und die Leute selber wollen es ja auch nicht. Und darum versuchen wir ja nicht da eine Hilfestellung zu geben. Und da herunten im Trachtenkulturzentrum versuchen wir, gerade was die Bildung oder die Weiterbildung für die Trachtler anbelangt, dass man ihnen da Angebote macht. Wie gesagt, wir haben Goldstickkurse da drinnen, wir haben Trachtenschneiderkurse da drinnen, wir haben in ganz viel Jugendleiter-Grundkurse da drinnen. Also bei uns werden die Jugendleiter vom Verband direkt ausgebildet und müssen 2 Wochenenden durchlaufen, wo es wirklich die ganze Palette von der Jugendarbeit als Schulung mitkriegen,
viel selber erarbeiten und viel selber sich erdenken praktisch. Und dann kann man es auf unsere Jugendlichen loslassen und dann haben wir übrigens das Gefühl, die machen eine gute Jugendarbeit und die Kinder haben was davon. Also das Ganze so ein bisschen steuern auch, das Ganze so ein bisschen professionell begleiten, genau. Rahmenbedingungen schaffen, Infrastruktur schaffen. Genau. Das ist aber, so dann die Verbandsaufgabe. Genau, aber was halt wichtig ist für uns, wir machen das nicht so vortragsweise, sondern es wird viel in Gruppen arbeiten, sie erarbeiten sich das selber. Das kommt ganz gut an und das wird eigentlich ganz gut genutzt von uns. Schön. Also wirklich, das Zentrum hier ist wirklich so, vor allem dieses alte Landgut so schön umgebaut und so schön renoviert. Also wirklich, man merkt, da steckt viel Herzblut auch drinnen. Ist wirklich toll. Kann ich nur gratulieren dazu. Aber jetzt gehen wir ein bisschen. Ganz kurz, vorher haben wir nämlich noch was gehört bei der Führung und da würde ich gerne noch ganz kurz drauf eingehen. Ja, freilich, Done. Weil wir über die Zimmer hier drin gesprochen haben. Und da hast du uns eine super Geschichte dazu erzählt. Magst du mal sagen, wie die Zimmer gestaltet sind, vielleicht ganz kurz? Ja, wie gesagt, wir haben im Jugendbildungshaus im ersten Stock haben es lauter Doppelzimmer und Einzelzimmer. Und da war es einfach ein Grundgedanke für uns, dass wir diese Zimmer, jeder Gauverband hat ein Zimmer gestalten können, weil manche haben sie ja zwei zusammen da. Und jeder hat da seine Ideen selber eingebracht. Und es gibt bei uns im Bildungshaus kein Zimmer, das wo ausschaut wie ein zweites. Also es ist jetzt individuell, genauso wie bei uns die Trachtenverbände haben. Die Franken sind nicht so wie die Oberbayern und die Niederbayern nicht so wie die Oberpfälzer. Wie gesagt, jeder hat da seine Ideen einbringen können und wenn man 15 Mal herunter schläft, dann kann man jedes Mal in einem anderen Zimmer schlafen und jedes Mal schaut es anders aus. Haben wir was vor den nächsten 15 Jahren, Tissi. Echt mal. Nein, aber ich finde das super schön, weil das diese Individualität betont, die man auch bei der Tracht hat, die man generell in der die Kultur hat. Ja, dass man das einfach gelebt wird. Und das, da finde ich das eine wahnsinnig schöne Idee, einfach, dass sich da jeder Gauverband ein bisschen verwirklichen hat können mit den Zimmern. Und apropos Vielfältigkeit, das ist eine schöne Brücke, danke, Dona. Ja, okay, wir werden sehr immer gern. Besser im Podcast. Wir spülen da die Dinger hin und her. Ey, Wahnsinn ist das mit dem Kerle. Bankratz, ich bin ja viel unterwegs, vor allem viel im Ausland. Und da wird die Tracht eigentlich oftmals sehr interessant interpretiert oder die Leute haben ganz interessante Vorstellungen über die Tracht. Mir ist das ja auch nicht fremd. Ich bin ja als Österreicher auch im Alpenländischen aufgewachsen. Da ist ja die Tracht genauso daheim. Die ist aber sicher anders, als sie hier in Bayern ist. Aber magst du uns mal, auch wenn natürlich die verschiedenen Gauverbände verschiedene Trachten haben, verschiedene Dinge, aber so ein paar Elemente auserstellen, was die bayerische Tracht bei Mandal und Weihwall so ausmacht. Also es ist ja nicht nur eine Lederhosen einfach und ein Dirndl und fertig, sondern das ist ja ein bisschen mehr. Also was macht so das Gesamtkonstrukt einer bayerischen Tracht so aus? Wenn man es jetzt so abstrakt darstellt, dass man sagt, das passt für alle. Also da muss einfach, es ist auf jeden Fall bei den Männern mal eine Hosen dabei, das ist klar. Man braucht eine Juppenleibe und es ist auf jeden Fall bei jeder Tracht auch ein Hut dabei. Mhm. Weil früher der Hut das Zeichen vom freien Mo gewesen ist. Und das ist kein Accessoire, sondern der Hut ist ein ganz essentieller Bestandteil der Tracht. Ah, genau. Mhm. Den habe ich auch heute nur oben, weil ich den Kopfhörer auf. Ja, genau. Wir machen nachher auf jeden Fall noch ein Foto mit dir mit dem Hut. Versprochen. Nein, es ist wirklich so. Also früher war es so, wenn man heute, wenn man irgendwo hingekommen ist und es ist ein Grund hergekommen, dann haben die wo niedrigen Standes gewesen sind, haben einen Hut ziehen müssen. Und die, wo ganz unten gewesen sind, die haben gar keinen Hut nicht aufsitzen haben dürfen, sondern nur Haum. Und wie gesagt, darum ist für einen Trachtler, für einen bayerischen Trachtler, der Hut so wichtig. Und wie gesagt, von der Frage her ist jetzt das gar nicht so leicht zu beantworten, was ist die typische bayerische Tracht? Mhm. Also die, wo im Ausland am geläufigsten ist, oder besser gesagt am bekanntesten, ist sicher die oberbayerische Gebirgstracht. Und das kommt in erster Linie wahrscheinlich auch vom Oktoberfest, von den Touristen, von den Übertragungen. Und das ist halt einfach, so wird man im Ausland gesehen, so wird man erkannt. Und auch wenn man dann, auch wenn die ausländische Bevölkerung oder dann meint, das ist eine gesamtdeutsche Tracht, es ist halt einfach nur die oberbayerische Gebirgstracht und auch Bayern hat eine viel größere Trachtenvielfalt. Und vor allem, es wird ja wirklich als ich sage es immer auf Englisch, so German Thing wahrgenommen, aber eigentlich außerhalb von Bayern traue ich mir jetzt einmal sagen, vielleicht mit ein paar Ausnahmen würde ich jetzt behaupten, als Unwissender in Baden-Württemberg vielleicht noch,
ist ja so eine Tracht, wie wir sie hier kennen, eigentlich gar nicht geläufig, oder? Ja, es gibt in ganz Deutschland gibt es Trachten, sogar in Ostdeutschland gibt es Trachten. Mhm. Es gibt auch einen deutschen Trachtenverband. Also wir haben nicht ganz der DFB, okay, weil es gibt einen deutschen, okay, okay, Trachtenverband. Die sind quasi die UEFA der Tracht. Ja, genau. und wie gesagt, die treffen sich auch ein Jahr einmal zu einem Trachtentag. Und auch in Bayern ist jetzt in Bruck in der Oberpfalz das deutsche Trachtenfest dieses Jahr. Und da sieht man dann schon, dass die Trachtenvielfalt in Deutschland schon recht groß ist. Bloß, sie hat sich im Alltag nicht so verfestigt, wie es bei uns in Oberbayern oder überhaupt in Bayern ist. Oder die Wahrnehmung halt ist. Also ja, praktisch, es ist eine verzerrte Wahrnehmung wahrscheinlich, oder? Also, dass man sagt, okay, das, was man international als deutsche Tracht wahrnimmt, Lederhosen, Dirndl, sagst du, das ist jetzt quasi die oberbayerische Gebirgstracht, wenn man das von der Wiesn oder von anderen Geschichten halt kennt. Aber eigentlich gibt es in ganz Deutschland eine Tracht, nur ist sie halt nicht so wahrgenommen oder nicht so präsent. Genau. Aber im Endeffekt hat man in Ostdeutschland an der Nordseeküste genauso eine Tracht, wie man sie, genau, in Miesbach hat. Genau, wie gesagt, sie wird halt nur nicht so selbstverständlich getragen. Mhm. Die wird zu besonderen Anlässen herausgeholt und auch im Verein getragen dann. Und bei uns in Bayern ist halt einfach so, wenn ich halt privat die Gelegenheit habe, dann ziehe ich meine Tracht an. Es muss ja nicht die Festtagstracht sein. Mhm. Aber ich habe zumindest, ich kann ohne Bedenken meine Lederhosen anziehen und schönes Hemd und Hut auf und dann gehe ich fort und kann zum Wirt gehen, da wird sich keiner irgendwie groß echauffieren, warum dass ich heute die Tracht habe. Das war vor 30 Jahren vielleicht noch anders, weil wenn man damals in Minge zum Beispiel mit der S-Bahn gefahren ist und das im August, dann hat es geheißen, das Oktoberfest ist vielleicht noch nicht angegangen. Und heute, wenn man mit der S-Bahn fährt in Minge und hat die Lederhosen an oder hat zum Beispiel vielleicht sogar die komplette Festtracht an, es dreht sich nicht einmal mehr jemand um. Ja. Also das ist halt ganz... Das ist schon wieder selbstverständlicher geworden. Ja, genau, der Individualismus ist anscheinend so verbreitet, dass sogar die Trachtler zugestiegen, dass die Trachtler zugestiegen. Ja. Vielleicht Gott bin ich Dank auch zur richtigen Zeit dann nach Bayern gezogen. Ich bin ja Ende 2004 nach Bayern gezogen fürs Studium. Und ich meine, ich komme ja aus dem Kärntner Oberland. Ja, also da ist Tracht genauso, sage ich mal, daheim wie jetzt im bayerischen Oberland. Ich habe aber ehrlich gesagt, bis ich 18 war, nie eine gehabt. Ja, also es war bei uns zwar sehr geläufig, ich selber habe es aber nicht getragen. Also gefühlt alle Spätzle und der halbe Ort, nur ich halt nicht. Ich war da nie so der Typ dafür. Und dann, als ich hier am Campus nach Weihenstephan gekommen bin oder auch dann meine erste Tour nach München, und dann war es wirklich so, ähnlich wie du gesagt hast. Also die Leute sind dann halt ja in der Laptop und Lederhosen. Also ich habe das wirklich am Campus so erlebt. Die Leute sind auf der Bierbank vor der Cafeteria gesessen, haben ein Weißbier getrunken in ihrer Lederhosen, weil sie vielleicht später noch im Biergarten gehen, aber haben noch am Laptop irgendwas für die Vorlesung vorbereitet. Ja. Und da habe ich dann, muss ich jetzt wirklich gestehen, da habe ich dann gesagt, dieses Selbstbewusstsein zum Thema traditionelle Kleidung / Tracht, finde ich gut. Ja. Und dann habe ich auch viel mehr vermehrt angefangen, Tracht zu tragen. Weil da halt einfach ein gewisses, sage ich mal, anderes Selbstbewusstsein einfach auch gesellschaftlich da war. Also keiner hat die jetzt irgendwie schräg angeschaut, so nach dem Motto, wo kommst denn du daher? Sondern, ah ja, die hat eine Tracht, das passt schon. Ist eigentlich wunderbar. Da hätte ich jetzt eine Frage dazu, weil wir haben gerade schon darüber geredet, wenn sie Festtagstracht da hast und es dreht sich keiner mehr um, weil es normal ist. Ich bin der klassische Volksfesttrachtler, sage ich jetzt einmal. Also ich hole einen Lederhosen raus, ein schönes Hemd und eine Westen dazu. Wie ich jetzt gelernt habe, sollte ich auch einen Hut haben, den habe ich aber leider noch nicht. Ja. Den werde ich mir noch zulegen, bevor das nächste Volksfest hoffentlich alles wieder stattfindet. Magst du uns vielleicht kurz erklären, an unsere Hörer, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer Alltagstracht, einer Festtagstracht, Arbeitstracht, wie auch immer? Also einfach mal kurz umreißen. Gut. Wie gesagt, bei der Festtagstracht, die wird halt einfach, in erster Linie wird es zum Beispiel in die Vereine getragen und wenn man besondere Anlässe hat. Das kann ein schönes Trachtenfest sein, ein Jubiläum, mit einer Fahnenweihe zum Beispiel oder ein kirchlicher Anlass von Leichnam oder zum Beispiel an Ostern oder zu Bäumtragen kann man auch die Festtagstracht anziehen. Es sind halt gewisse Hochfeste im Jahr, wo man es einfach anzieht. Und bei besonderen Anlässen in der Familie zum Beispiel, wie man jetzt sagt, man hat eine Hochzeit, das Brautpaar natürlich da ein bisschen individuell ist, das ist klar. Aber wenn ich halt mit dem Verein auf eine Hochzeit eingeladen bin, dann gehe ich da auf jeden Fall mit meiner Festtagstracht hin. Weil das einfach den Anlass, nur mal die Besonderheit des Anlasses unterstreicht. Und da kann man das auf jeden Fall anziehen. Wie du gesagt hast, wenn du halt aufs Bierfest gehst, dann
habe ich auch nicht das Krawattel drin und ich habe auch nicht meinen Adlerflamm drum auf dem Hut, sondern dann habe ich auch meine Legerenhut, ich habe einen Westen an und vielleicht auch mal meine alte Lederhosen, die schon 25 Jahre alt ist und ein bisschen abgetragen ist. Da geht es nicht so genau und das, aber da sagen wir dann zum Beispiel, da gibt es bei uns eine Abstufung von der Tracht zum bayerischen Gewand. Mhm. Da muss jetzt zum Beispiel auch nicht das Hemd weiß sein, da kann man sich ein schönes farbiges Hemd anziehen mit Streifen oder mit Karo, je nachdem. Gibt halt so wunderbare Sachen. Und auch bei die, wie gesagt, bei den Hirten ist es so, da gibt es jetzt einen Haufen junge Hutmacher, die jetzt wieder alte Formen rausziehen und unsere jungen Leute, die haben dann die auch ganz gern auf, wenn sie zum Tanz gehen oder so. Aber da gehen sie praktisch schon im bayerischen Gewand und nicht in der Festtracht. Und was sind so Aspekte, die die Festtracht bei Männern und bei Frauen differenzieren? Also du sagst Krawatte. Was noch? Sind das dann so eher Kleinigkeiten oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, okay, jetzt hat er sie an. Gut, also wenn ich halt sage, wenn ich das Krawattel schon mal drin habe, ist schon mal ein ziemlich großer Hinweis, dass er halt sauber beieinander ist. Dann normal beim Festtracht ist auf jeden Fall der Hutschmuck drauf. Also okay. Das ist entweder der große Gamsbart oder der Adlerflamm oder der Spulhahnhackel. Dann bei den Frauen ist es natürlich noch einfacher, weil zum Beispiel gerade, ich komme jetzt in erster Linie von der oberbayerischen Trachterin, da gibt es die Unterteilung bei den verheirateten Frauen zum Beispiel vom Schalk und Kassettel und das Reggi-Gewand. Das geht an der Alpenkette ein bisschen so entlang. Mhm. Das sind drei verheirateten Gewänder, die in der jeweiligen Region dann tragen werden. Und gerade beim Schalk ist zum Beispiel so, der hat eine Brustauszieher, die geht so, der Ausschnitt praktisch von dem Oberteil ist dermaßen, ja, wie soll ich sagen, ja, prunkvoll ausziert. Da haben etliche Meter an Spitze und an Stoff nur in diesem Ausschnitt verarbeitet. Und das unterstreicht praktisch den Wohlstand von der Frau und auch die Besonderheit des Anlasses. Also umso dekorierter quasi das Dirndl ist mit Spitzen, mit Rüschen, mit verschiedenen verarbeiteten Stoffen etc. Also umso mehr das prunkvoller ist, umso eher Festtagstracht, umso simpler, umso eher mehr Alltagstrachten in die Richtung. Und da gibt es ja, wie gesagt, gerade bei diesen Festtrachten gibt es ja direkt die Schneiderinnen, die sie auf dieser spezialisiert haben. Also es gibt dann Schalkschneiderinnen oder Kassettelschneiderinnen, weil eine normale Schneiderin oder Trachtenschneiderin kann es eigentlich nicht machen, weil das so von der Technik her so spezifisch ist und da braucht man wirklich jemanden, der einen an die Hand nimmt und die da einführt und wirklich lang, da geht man lange in die Lehre, dass man das machen kann. Ja, und wie gesagt, also so Schalk hast du gesagt, Salettel, Schalk, Kassettel und das Reggi-Gewand. Das ist praktisch auch. Also es sind drei Varianten von so Frauen-Festtags-Dirndl. Ja, Dirndl ist eigentlich, da geht's. Okay. Ich habe zuerst schon ein paar Mal gedacht, was Dirndl gesagt hast. Ein Dirndl ist für uns Trachtler keine Tracht. Ach so. Ein Dirndl ist ein bayerisches Gewand. Es ist praktisch eine Abwandlung von Trachten für den täglichen Gebrauch und es hat sich auch durchgesetzt und wie gesagt, unsere Dirndl ziehen es auch, wenn es halt normal vorgängen. Okay. Aber da gibt es mittlerweile, wenn wir da anfangen mit dem Dirndl, dann da der Podcast eineinhalb Stunden, weil da gibt es wirklich verstehe. Die verschiedensten Formen und zweiteilig, einteilig, mit Schäserl, ohne Schäserl, also da könnten aber ganz ehrlich, vielleicht kann das wirklich mal eine Episode sein, auch für unsere interessierten weiblichen Zuhörer, wenn es nur um die Damentracht, sage ich jetzt mal. Also klar, umgangssprachlich sagt man einfach für die Tracht der Damen halt einfach Dirndl dazu. Das ist jetzt wahrscheinlich eine umgangssprachliche, sage ich mal, Ungenauigkeit meiner selbst. Also für alle echten Trachtler, die jetzt zuhören, Entschuldigung, tut mir leid. Okay, also reden wir jetzt von der Frauentracht, von der Damentracht, okay, und die ist so spezifiziert und auch so schwierig herzustellen, wie du gerade sagst, also dass das man sofort erkennen würde, wenn das eine quasi ist, eine echte Festtagstracht. Ja, genau, das kennt man auf jeden Fall, und auch, dass weil der Hut dann dazu kommt, allein schon beim Hut ist es so, beim Frauenfesttagstrachtenhut ist meistens irgendwie was Goldgesticktes dabei, also beim Brenner Hut zum Beispiel oder beim Intaler Hut ist die komplette Untergrempen total mit Goldbouillon bestickt. Beim Oberländler der Schnurhut, der zum
Schal getragen wird, haben etliche Meter Gold Band auf dem, als Hutband vernäht. Okay. Und hinten hängen zwei schwere Goldquasten drauf. Also man sieht schon von Weitem, dass das eigentlich eine prunkvolle Tracht ist und keine Arbeitstracht oder so.